Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge auf der Hofbergmann im LS22 zusammen mit dem Philipp. Einen wunderschönen. Hallo. Also ich bin gerade wieder auf dem Weg zum Stroberweg 44 Kubik. Und der Johnny Parks. Easy. Ja, da ist gut. Der ist gefällt die Leute. Ja. Mit 40 Sachen hole ich den durch hier. Also ist jetzt eine Gruppe oder ist es eine Flur? Gruppe, oder? Oder ich kann hochnehmen. Ah, ich sehe schon eine Textur. Gruppe. Okay. Nee, jetzt ist. Ich muss nicht unbedingt sehen. Und sonst sehe ich schon sehr früh, spare ich schon 10 Minuten. Was das sagt. Abladen. Schnell brauchen wir nicht, brauchen wir eine Güllefassel. Hat man noch immer so eins? Was haben wir? Hammer, 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 Hammer auch, Hammer auch. Brauchen wir nicht. Was ist das denn? Den brauchen wir noch. Hammer, Hammer, Hammer auch. Und dann auch nichts. Nö, nö. Stand jetzt nicht. Traktoren technisch. Oder Spader. Haben wir noch Zeit. So, schippen wir jetzt wieder zurück. Damit wir da hoffentlich auch mal fertig werden. Mit Levise. Schönen Hügel da jetzt mal raus, da. Hab ich einen Hermes vor mir? Oder heißt halt auch Hermes? Huh. Stark. Nicht einmal ein Fake-Name. Original, hey! Alter! Zum Schluss steht Hemis drauf. Ne? Die haben mich gerade aufholen lassen, die Sau. Es gibt noch eine. Ne? Scheiße, das Polizei oder falsch, ne? Ja, was ich vor dem hinter dem Weg gehe, dann am Zebrastreifen haut der Blocker, ne? Obwohl nicht einmal eine Person drüber gelaufen ist. Ja. Mir hat's nichts da, mein Schlepperdreieck hat kurz bei dem hinten drunter geschaut. Kurz Hallo gesagt. Ich hab den Motor aufgeschalten. Weiß ich nicht, ob das so hervorragend gut ist, während ein Gruppen, aber ja. Ich bin gestorben. Gegen das Seine. Also aber genau. Ich wollte eigentlich bloß den Tempomat nicht da. Ja, auch gestorben. Hm. Erstmal Motor aus. Ganz wichtig. Ja, glaub schon. Spritsparend und so, weißt Kannst du euch gleich mal schauen, ob es dann irgendwas gibt, was der CP-Fahrer gleich machen kann, wie tun oder so weiter. Oder irgendwas ackern oder was, damit das ganze Verroh geht. Ist nicht so stagniert, aber im äußeren anderen. Die 12 muss gegackert werden. Wo ist denn dein Betrag? Ein Duschenfahrerampel in der Garage stehen. Jo. Hab ihn zuletzt gesehen. Gib mir mal einen Vorsitz, hab ich mal gewischt mit.
Nein, nicht mehr Traktor, hat mehr Leistung. Der braucht auch wieder einen Flur. So große. Aber der hatte realistisches Gewicht von der Kurvenlage her, gell? Der Traktor. Ob es jetzt realistisch ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wenn es zu schnell ist, verskippt er. Ja, mit 40 Gramm Rauch schmeißen um. Aber du jetzt in echt unbedingt umfällt, nein. Also du hast einen vollen Lenker, einen vollen, nee, komplett ekelig, dann ja, aber ansonsten fällt er echt um. Nein, aber mit 40 normal, also mit 40 in der 90 Grad Kurve nicht brennen. Ja klar, dann schon. Deswegen habe ich ja gesagt, kommt auf den Einschlag. Das ist schon sehr realistisch, also Einschlag der Einschlag kommt schon gut vor. So, das haben wir schon die. Das schaut man sogar mit der Fuhre. Es schaut gut aus. Das taugt mir. Ich weiß ja nicht, gell, aber stellt mir das Radl nicht normalerweise auf? Hallo, dreht mir das Radl normalerweise nicht? Nee. Das ist so, also der fährt mit, weil er schon zu schwer war. Normalerweise, also. Wenn er am Kurven nicht umlenkt, ja. Oder was meinst du? Aber es fährt nicht mit, es dreht sich nicht. Ah, so. Ja, das sollte jetzt eigentlich schon. Kann auch daran liegen, dass ich dich gar nicht drehen kann, weil es schlurft. Ah, hast du immer Gewicht dran gesetzt oder nicht? Nee, ich hab doch, das geht. Ah, ich hab doch gesagt. Ah, da bist du ja. Boah, ich muss eh bloß tun, ey. Ja, das ist eh frei. Jetzt drehen wir gleich mal. Ui, ja. Knapp. Geht. Boah, ja. Oh ja. Du hast gleich voll 180 Grad Wendung gemacht, oder? Oder was passiert? Okay, ohne Gewicht geht's vielleicht der Rollen unbedingt. Na, wenn ein Bonzo ist, wahrscheinlich schon. Ja, ein Bonzo schon. Aber das Betonung liegt, wenn. Also. Früher mal das Dauergewicht. Ich hätte gedacht, das geht. Tausch halt nochmal eins. Nee, da steht uns am Buch. Also. Ja gut, haben wir ja noch nur. So, letzte Wurde Stroh. So, da glaube ich jetzt nochmal ein Ding. Weil das dann irgendwann voll Ende da oben. So, dann haben wir den Kollegen hier. Umweltbewertung Strafe, was ist das? Hm? Was heißt Umweltbewertungsstrafe? Weshalb? Ist gut Kämmer. Wegen irgendwas Precision Farming wahrscheinlich was. Wobei wäre ich gerade. Umweltbewertung. 46, ja, wir sind halt kurz vor Rot.
Also bald vor rote, gelb, also im schlechten Bereich. Das ist rot, das ist Aufwasch, in welchem das auch. Bereich, das heißt was? Umweltbewertung. Stickstoff, FA, also wie, Boden gut oder Boden scheiße? Deine Umweltbewertung senkt die Verkaufspreise um 1%. Das wäre um 46. Oder was gibt es so viel Gas? Also, da noch alles. Hoppala. Was bedeutet mit zu? Dem können wir uns ehrlich machen, bedeutet. Heute mit dem Dauerschlag wichtigste Fächer kritisch bei meinem Betrag. Echt? Also zusammengeklappt schlaft der Rauf aber noch im Bauen. Nicht so optimal. So, wie war es jetzt mit CP? Rechte Maustaste. Linke, dritte. Linke, hätte. Was war denn da los? Die HCP ist irgendwie deaktiviert gewesen, warte mal. Ach so. Ja, Schnauheit. Da gibt es auch einen besseren, muss ich mal mit 7920 wieder aufnehmen. Hat man nichts, hat man nichts, hat man nichts. Nö, nö. Passt. So, da bringen wir uns mal unseren Ladewagen wieder rum, weil der ist gerade momentan kein. Wieso wir nichts besser wie den zum Dorn? Dreckig ist er auch immer, ja. Und mit drüber waschen. Da vorne steht der Truck. Welt 16 bin ich, oder? Ja. Hallo. Macht das richtig? Ja, der Flug ist nicht ausgeklappt, ansonsten würde ich das machen. Ja. Also ansonsten würde ich schon machen, aber. Oh, der Sprint ist gut. Och, der hat dann Stopp macht, wo ich dran gestanden bin. Hast du überhaupt also, Feld generierkurs ran Dingens geglückt oder eher nicht so?
Also er läuft. Aber richtig, oder? Es schaut auch nicht schlecht aus. Okay. Na, bloß der Startpunkt ist irgendwo anders, der ist da hinten. Ja, dann laufen wir noch, dann wäre der Vater oder noch. Ja, aber warum fangen wir mit Bahnen an? Weil ich beim Acker immer mit Bahnen anfange. Also so war normalerweise da drüben wäre. Losgehen. Oh, er packt so. Na, nachher. Ist sehr gut. So, ein kleiner Rouge. Die Schwülung. Ja, hier sind super Waschblätter, da steht noch ein Dresch im Weg. Stimmt, da kann ich mal nachgucken, ob Missionen da sind. Da ja, fahre ich dann aber noch eine kleine Stelle. So. Wir sind zwar noch nicht so bekannt hier, wobei ich schon. Ja, da. Ernten. Also das ist lieber unter Sport, nee. Was ist das Eis für Sie von unter Sport, euer? Ja, scheiß drauf. Ja, da will man nochmal abwaschen. Das sollten wir mal mit rüber schmeißen. So, die Strecke war ja nicht. So. Voll eingelegt. So, schnell drüben mal hier hinten reinpressen, schräg. Auf die Luke. Schauen wir mal, ob wir den Garten nicht bringen oder nicht. Was ist denn irgendwann? Wobei. Ich würde auch noch mal schauen, wie der auch gerade ist. Ich glaube, gerade ist er. Knapp nicht ausgegangen. Und so knapp war.
Knapp nicht. Gut 20 Meter. Jetzt wird man halt so schräg hinter die. Geht ja auch. Spannend, wenn wir gleich mal bis hier und ist, dann können wir weiter nicht. Mal sparen da. Der Rest ist immer gut rausgestanden. Machen wir drüber einmal auf dem Auto alles auf, oder mal? Das auch, und dann kann ich mit der Ladepumpe schon mal rein. Zack. Und ich find. Ah, Türme noch perfekt, aber rauf und so geht schon. Ein Ladewagen. Ja, der ist eigentlich ziemlich sauber. War jetzt eigentlich nichts. Ich glaube, der passt sogar nicht mehr nicht. Nope. Ah. Nicht so vorteilhaft. Nur der 3 mit 3 Stunden. Schnappen wir uns nochmal die Presse. Aber liebe Leute, wir sind dann mit dieser Folge fertig. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kannst auch keinen Cent unten den roten Knopf kaufen. Falls ihr nicht getan, Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpassen darf. War von mir. Dann sehen wir uns schon bald in einer weiteren Folge hier auf Falkmann im LS22 zusammen mit dem Philipp. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao ciao.